Moin Moin, ich bin Tarek und heute gibt's eine mega leckere Pastinaken-Birnensuppe. Die Birne bringt so ein bisschen die Fruchtigkeit, unterstützt diesen erdigen Geschmack der Pastinake. Dazu gibt's Pastinaken-Chips mit Meerrettich. Wird lecker. Also als erstes erstmal Pastinaken schälen. Einfach mal so locker flockig runterschälen. Ich glaube, ganz viele denken bei Pastinaken immer so an Babybrei. Pastinake, allein wie die schon riechen. Mega gesund. Eigentlich schon hier bei uns im Norden gab es das früher vor der Kartoffel schon. Wurde irgendwann mal von der Kartoffel verdrängt und ist eigentlich leichter verdaulich, hat tolle Inhaltsstoffe, ist gut fürs Herz. Ich liebe Pastinaken. So, ein paar Schalotten jetzt noch dazu. Das reicht, wenn sie einfach nur grob runtergeschnitten werden, weil die Suppe wird eh nachher püriert. Deswegen nicht zu viel Arbeit machen. Einfach so am Ende ein bisschen ab und die dunklen Stellen raus. Und natürlich, je feiner man es schneidet, desto schneller ist die Suppe fertig. Ja. Die Pastinaken haben jetzt minimal Farbe genommen. Die Suppe soll ja hell bleiben. Und jetzt lösche ich mit einer Gemüsebrühe ab. Und nun machen wir uns mal in die Birnen. Die Birne grob runterschneiden. Jetzt zu den Pastinaken geben. Ein bisschen auffüllen. So, jetzt lasse ich die ca. 5 bis 10 Minuten köcheln, bis sie richtig schön weich sind, weil dann lassen sie sich perfekt pürieren. Jetzt gebe ich die Sahne dazu. Wer es ein bisschen leichter mag, kann natürlich auch Milch nehmen und die Sahne ein bisschen reduzieren. Aber die Sahne bringt dann Bindung rein. So, jetzt Senf rein. Senf bringt jetzt bei der Pastinake nochmal richtig schön Geschmack rein. Salzen. Und pfeffern. So, jetzt rein und schön lange pürieren, damit sie schön sämig wird. Die Suppe so wäre schon fast so ein bisschen langweilig. Deswegen mache ich noch Pastinakenchips mit Meerrettich. Dafür jetzt ein bisschen Olivenöl. Und zwar mache ich das jetzt einfach so, dass ich die Pastinake schäle. Dann nehme ich einfach den Sparschäler weiter und mache mit dem Sparschäler so kleine Stücke raus. Jetzt ist das Fett heiß genug und die Pastinaken gehen jetzt ins Fett und werden knusprige Chips. So sehen die aus. Richtig schön knusprig. Und damit die auch knusprig bleiben und nicht so viel Fett haben, tupfe ich die jetzt hier auf dem Haushaltskrepp ab und würze die mit Salz und mache ein bisschen Meerrettich dazu. Den Meerrettich vorsichtig schälen. Und ein ganz klein bisschen frische Petersilie fein hacken und obendrauf. Wenn ich jetzt die Suppe anrichten möchte, dann gebe ich einfach so ein, zwei Rosmarinzweige rein. Rosmarin ist mit den ätherischen Ölen sehr intensiv. Und wenn man nur so einen Hauch haben möchte, gibt man sie kurz vorm Servieren rein, passiert sie dann entweder raus oder lässt sie so leicht in der Suppe ziehen. Rosmarin raus und Milch zum Aufschäumen. Fürs Anrichten oben schon ein bisschen den Schaum abkälen. Mmh. Leichtes, leckeres Süppchen. Und jetzt von meinen Chips oben was drauf. So, probieren. Mmh. Mega lecker und super simpel. Schön cremig und dann diese knusprigen Pastinakenchips oben drauf. Richtig schön crunchig. Und mit diesem Meerrettich-Kick on top ist das echt der Hammer. Ich würde mich freuen, wenn ich Pastinake wieder auf euren Speiseplan gerufen habe, ihr das nachkocht und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.